So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die zwei neue Gebiete hier oben erschlossen und schon mal die Vorbereitungen getroffen, diese Seite hier zu erschließen. Dies werden wir jetzt natürlich noch erweitern und Ihnen sagen, hey, ich soll vielleicht erstmal einen Stock tiefer gehen, um das zu machen. Baut mir mal das Ganze hier auf. Dann kann nicht die Seite schon mal vorbereitet werden. Die bauen gerade hier noch draußen am Pfad. An der Außenanlage sozusagen. Dann machen wir vielleicht, da so eine kleine Terrasse hin, wo die Leute sich hinsetzen können. Vielleicht gar nicht schlecht. Hier unten würde ich gerne VIPs und Klos reinbauen. Da schauen wir noch, wie am besten wir das alles lösen. Und jetzt geht es aber erstmal hier oben dran, denn ich will schauen, dass wir hier oben Sitzbereiche, schöne, luxuriöse Sitzbereiche kriegen, genauso aber auch wie Läden. Weil wir müssen erstmal ausmessen, wie breit das hier ist. Das ist 63, also doch eine Gerade bitte. Nee, 62 bedeutet 31. Bedeutet, das müsste die Mitte sein. Wenn ich richtig ausgehe, müsste das jetzt 31 sein. Wenn ich so rübergehe, 32. Richtig? Genau. Perfekt. Bedeutet, ich kann die Linie einfach mal nach oben markieren, damit wir dementsprechend anfangen können zu bauen. Perfekt. Gut, der Bereich hier unten, also bis hier bleibt frei. Dann würde ich auch immer bei den Terminals Durchgang machen, also von hier nach hier. Machen wir das jetzt ein bisschen taktischer. Von hier nach hier. Dasselbe Spiel hier oben nochmal. Einfach, dass wir auch immer wieder Durchgänge haben. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Die Leute müssen auf die andere Seite auch kommen. Zwar können sie da in Sitzflächen durchgehen, aber ich will so Main Streets auch haben. Und hier hinten machen wir auch nochmal offen. So. Haben wir das Ganze jetzt mal schön markiert. Dann können die Flugzeuge hier nicht schön durchfahren. Die Flugzeuge. Ich sehe Flugzeuge und insert Flugzeug. Hey. So. Hier haben wir es eh schon relativ gut markiert, die Mitte. Bedeutet, wir gehen jetzt hier in den Kopiermodus. Und kopieren uns mal das Ganze. Und ich hätte das hier gerne als Anfang schon. So, perfekt. Kann ich frische Sachen so hier umändern, bewegen? Wir lassen es erstmal bauen. Wartet mal kurz, Leute. So, jetzt bin ich wieder da. Hat jetzt kurz gedauert, musste ein bisschen telefonieren, aber ich habe jetzt einfach mal auf die Schnelle die Ecke so fertig gemacht. So relativ simpel, aber mir gefällt sie ehrlich gesagt noch nicht ganz. Ich überlege jetzt, ob wir einen anderen Teppich da reinsetzen. Was, wenn wir so machen? Vielleicht auch ganz schnieke. Die Sache ist, kopieren wir das Ganze jetzt mal. Ich hätte das jetzt mal gern mit dem Kopierwerkzeug hier kopiert. Vorlage speichern. Nennen wir das jetzt mal Sitzecke oder sowas. Probieren wir mal hier so. Sitzecke. Baumenü. So. Eine gemütliche Sitzecke. Eine gemütliche Sitzecke. Vorlage speichern. Bedeutet, hier drunter befindet sich jetzt hier die Sitzecke. Ich kriege jetzt auch dieses SSA-Ding. Keine Ahnung, warum das da drin ist. Das kann ich jetzt einfach nehmen. Haha. Und hier einsetzen. Jetzt ist die Überlegung, machen wir das hier so? Wir könnten es halt auch wirklich so machen. Das wird hier super hinpassen. Weißt was? Das machen wir jetzt so. Das passt halt echt viel zu gut da einfach hin.
Gut. Die können ja durch die Shops auch durchlaufen, ich Idiot. Eigentlich geht das ja auch super, ne? Gut, dann machen wir da auch noch den Teppich schnell fertig. Weil der wird ja leider nicht mitkopiert. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht mitkopiert wird in dem Fall. Weil das wäre schon ein gewisser Vorteil, wenn sie das mitkopieren würden. Jetzt haben wir noch so gemütliche Sitzecken dann drin. Glaube ich gar nicht schlecht. Und jetzt ist die Frage, in wie viel, welche Teile teilen wir das Ganze hier auf? Das sind rein theoretisch 11 und dann hier eine Wand rein. Wenn wir das so angehen. Hier ist 27. Bedeutet, es wäre 13 für jeden Laden und dann hier die Wand rein. Wir machen jetzt einfach mal wirklich halb-halb. Schauen, wie gut das funktioniert. 27 macht wieder bei 13 sein, genau. Und das hier auch, perfekt. Dann kommt hier auch nochmal 27 wieder bei 14 die Wand ziehen. Bei euch könnte jetzt anders sein, oder? Auch 27. Ach schau, dann habe ich gut gemacht irgendwie. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gut gemacht. Gut, dann haben wir jetzt sozusagen hier wieder Verkaufsbereiche. Die entstehen. Gut gekennzeichnet und alles drum und dran. Jetzt ist die Frage, nutzen wir es, dass wir hier sozusagen in der Mitte einen Durchgang haben und sagen, wir müssen ja so oder so einen Weg frei machen. Aber vorteilhaft wäre es ja, wenn man sagen würde, okay, wir machen das jetzt hier so. Und, oh, nee, nicht so, hier auch so, weil ich will, und reiß dann die Wand raus, sozusagen als Durchgang, dass ich hier durchgehen können und hier in die Läden rein, ist gleich die beste Variante in dem Fall. Und ganz ehrlich, noch bessere Idee, wir reißen das Stück hier ab. Hä, die Wände solltet ihr abreißen. Was macht denn ihr? Weg damit. Macht das gescheit hier. Also irgendwie gescheit machen können die auch nichts, ne? Eieiei, so. Abriss, Leute. Das sind die Sitzeckenbereiche, aber wir können ja die Wand um einiges besser so verwenden hier. Und das ist irgendwie aus der Sicherheitszone rausgestrichen worden. Kann es sein? Zonen. Sicherheitszone. Und wieder hier eintragen. Das hat es echt rausgeschmissen. Ich glaub's ja nicht. Da, wo Wände waren, wird einfach die Sicherheitszone rausgestrichen. Das ist aber gut zu wissen. Da können viele Probleme entstanden sein. Dann hast du hier zwei schöne große Läden. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit Fenstern an. Wenn wir zwei so mittelgroße Fenster reinmachen, rein theoretisch. Was ist mit so zwei kleinen Schaufenstern? Zack. Schon haben wir auch Schaufenster drin. Ich sag's euch, das wird noch eine ganz interessante Sache hier. Da verlieren wir jetzt leider links und rechts die Sachen, aber wir haben immer noch die Büsche und das ist halt um einiges sinnvoller, muss man sagen dazu, ne? So, jetzt haben wir mittlerweile so viel Geld, dass wir den hier schon mal freischalten können.
Dann schalten wir noch den da frei und dann können wir nicht endlich umbauen anfangen. Wie gesagt, wir müssen überlegen, wie wir welche Flughäfen oder welche Start- und Landebahnen einbauen, um dieses System zum Laufen zu kriegen. Und da gehören die Start- und Landebahnen natürlich auch dazu. Und wir wollen natürlich diese großen Maschinen auch herkriegen. Also es wäre ja nicht so, als ob wir das unbedingt nicht haben wollen würden, ne? Aber ja, als erstes müssen wir das hier mal ausprobieren. Und das geht schon mal gar nicht. Kann ich die umsetzen? Die sind Fallschirm da drin. Absolut beschissen. Vorteil ist, sie nutzen echt alle die Bahn hier. Steigen auf und zack geht's rauf. Und dann geht's wieder vor hier auf die Bahn, ratz, wieder zurück und dann runter die Rolltreppe in das Gepäckbandsystem und schon können sie wieder was machen. Und das Geld fließt auch relativ schön. Und wie gesagt, das Ding ist hier oben ja richtig trostlos. Das versuchen wir jetzt zu verändern. Was wir vor allem gucken müssen ist, wo gehen wir hoch und runter? Oder wie regeln wir das Ganze hier, ne? Die Wand ist gerade genau hier unten. Also hier drin. Also wäre es wahrscheinlich irgendwie schlau, wenn wir hier eine Treppe runter machen würden oder einen Aufzug nach unten. Muss man sich noch überlegen. Oder wir machen halt hier links, rechts neben den Läden dann Aufzüge. Wäre auch die Variante. Nein. Alter, wie schnell geht denn die Mauer hier weg? Ich war doch noch gar nicht so weit. Ah, jetzt ist... Nee, ach, war zu... Das war die falsche Mauer. So, und Fenster klein. Eingesetzt, gut. Und dann sind das zwei Verkaufsflächen. Geschäfte, Restaurants oder Cafés. Das sind Geschäftsräume. Die dann hier durchführen. Gastronomiebereich kommt noch. Obwohl, warte mal, den fehlt, würde ich ehrlich gesagt sogar löschen. Und dann machen wir hier einen Geschäftsbereich rein. Und wie gesagt, hier durch führt natürlich dann der Fußweg. Bedeutet, hier können sie dann durchgehen. Bedeutet, wir haben auch am Ende genug Durchgangsmöglichkeiten in den Gebieten. Ich weiß halt nicht, ob die Läden vielleicht zu klein sind. Wenn ich mir die anderen hier drüben anschaue, die sind ja um einiges größer, aber die machen auch ordentlich Erlös. Holy shit. Also der hier nicht so, aber er hier. Holy shit. Und über eine halbe Million? Respekt. Respekt an das ganze Team hier. Aber ja, da werden wir noch sehen, was passiert. Bedeutet, hier können wir dann auch Treppen reinbauen. Also um die Treppen muss ich mir keine Sorgen machen in dem Fall. Das wird schon klappen. Dann machen wir dann hier hoch runter oder sowas und auf der anderen Seite die Rolltreppen. Und dann können wir noch unten, können die Toiletten unten verbauen, machen das hier oben nochmal, Toilettenbereich und alles rein. Und dann hat sich das. Und dann kommt hier noch der VIP-Bereich rein. Aber gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir das Claim hier auch noch kaufen und dann werden wir mal schauen, ob wir den großen Bereich vielleicht auch anders hinkriegen. Warte mal, können wir mal checken, ob das funktioniert. So kann ich... Ich vergesse jedes Mal, dass ich die Kamera drehen kann. Ja, das geht sich aus. Also wir können auch die große Landebahn hier hinbauen. Natürlich wird es um einiges besser wahrscheinlich so ausschauen, aber ich finde, gut platziert ist er auch hier. Wenn wir hier zwei, drei Stück hinstellen oder die halt hier so hin machen, dass sie seitlich ist und dann noch quer eine große oder zwei große.
Dann sollten wir auch gut hinkommen. Aber ja, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich unseren Flughafenbetrieb ein bisschen verschnellern können und auch die ersten Enteisungsmaschinen aufstellen. Ja, also bis dann. Ciao.